Hallo, ich war vor ein paar Wochen auf einem Catrice-Event und dort wurden alle neuen Produkte aus dem neuen Sortiment vorgestellt und ich habe sie währenddessen schon ausprobieren können und durfte dann auch viele davon mit nach Hause nehmen, habe sie zu Hause nochmal wirklich ausprobiert und werde euch jetzt einfach so die Tops und Flops aus dem neuen Catrice-Sortiment vorstellen. Es ist aus allen Bereichen was dabei und ich habe auch versucht, alles, was ich jetzt zeige, auf meinem Gesicht aufzutragen oder auf meinen Nägeln. Ich würde sagen, wir beginnen mit Grundierung, weil das auch das Erste ist, was man sich ins Gesicht klatscht. Und es gibt eine neue Foundation und die hat den vielversprechenden Titel HD Liquid Coverage Foundation. Es gibt vier Nuancen, die soll bis zu 24 Stunden halten, ein Second Skin Effekt geben, also wie die zweite Haut aussehen und mattierend sein. Sind 30 Milliliter enthalten. Und kommt hier mit so einer Pipette. Ich muss sagen, diese Farbe hier, das ist die Nummer 30 Warm Beige, passt mir am besten. An sich muss ich sagen, dass es eine Foundation ist mit einer leichten, schichtbaren Deckkraft. Also ich habe sie auch gerade aufgetragen. Ich musste sie aber mischen mit einer Farbe, die ein bisschen dunkler und gelbstichiger ist. Denn ich muss leider sagen, dass es von den Farben her sehr enttäuschend für mich persönlich ist. Es sind, finde ich, vier Farben, die sich sehr ähneln und die alle für mich nicht gelbstichig genug sind. Alleine der hellste Ton ist schön gelbstichig, aber der ist mir natürlich viel zu hell. Ansonsten hätte ich mir einfach da noch mehr Nuancen gewünscht und auch von den Untertönen einfach mehr Vielfalt. Zum Finish an sich kann ich aber sagen, dass es wirklich sehr, sehr natürlich aussieht und sich wirklich schön mit der Haut verbindet, hätte ich nicht gedacht. Und trocknet meine Haut auch nicht aus, setzt sich nicht so in die trockenen Stellen ab, was ich gedacht hätte. Als nächstes müssen natürlich meine bösen Augenringe abgedeckt werden. Und ich benutze, wenn ich Zeit habe, gerne noch einen Corrector unter meinem eigentlichen Concealer, um so ein bisschen diese bläulich-lilanen Augenschatten auszubalancieren, bevor ich irgendwie was Highlightendes drauf gebe. Und dann benutze ich gerne einen lachsfarbenen oder orangefarbenen Corrector. Und Catrice hat eben genauso etwas jetzt rausgebracht. Und zwar haben sie diese Camouflage-Creme jetzt auch in einem Wake-up-Effekt rausgebracht. Und das ist eben genauso ein rosa Lachston, von dem ich gerade sprach. Die sind sehr schön cremig, decken auch, würde ich sagen, mittelstark, sind aber nicht so lachsfarben, wie man hier sieht. Also sie werden schon sehr rosa-weißlich und sind, glaube ich, sehr gut geeignet, wenn ihr eher einen helleren Hautton als ich habt. Bei mir, ich habe es auch heute aufgetragen, ist es, wenn ich einen stark deckenden Concealer drüber gebe, okay. Aber für einen natürlicheren Look wäre das einfach dann drunter zu auffällig. Dann kommen wir zu einem meiner Top-Produkte aus diesem Grundierungsbereich. Und zwar sind das die Prime and Fine Contouring Duo Sticks. Ich habe einmal den für Lighter Skin und für Medium Skin. Das sind Creme-Produkte. An einem Ende ist es so ein Konturprodukt und auf der anderen Seite ist es ein Highlighter, kennt man auch von anderen Firmen. Den Highlighter habe ich noch nicht angefasst, bin ich meistens nicht so der Fan von, gerade wenn die so fest sind, weil es dann so ein bisschen dazu tendiert, die Foundation hin und her zu verschieben. Aber sowohl von dem Medium Skin als auch Lighter Skin bin ich von den Konturfarben absolut begeistert. Ich halte euch die mal nebeneinander und ich denke, dann kann man vor allem in der Nahaufnahme auch gut sehen, was ich meine, wenn ich sage, der Lighter Skin ist tatsächlich ein Konturton, den man auch benutzen kann, wenn man nicht Lighter Skin hat, sondern Medium Skin, vielleicht sogar dunklere Töne als ich. Und der für Medium Skin ist eindeutig eher ein Bronzer als ein Konturton und funktioniert für mich aber dadurch in der Kombination einwandfrei, weil das die gleiche Konsistenz ist und ich gebe einfach die Konturfarbe als erstes dahin, wo eben die Kontur hinkommt und drüber gebe ich dann den Bronzerton und verbinde das Ganze mit einem Pinsel und das sieht super schön natürlich aus, habe ich auch heute aufgetragen. Was ich allerdings leider, leider nicht empfehlen kann, ist die Glow Highlighter Deluxe Palette mit drei Highlightern, die wunderschön aussehen. Ich weiß gar nicht, ob die verschiedene Farben haben. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall ist das die 010 The Glorious 3. Ich swatche die jetzt hier nochmal zur Sicherheit, aber ja, wie ich in Erinnerung habe, sind die sehr, sehr pudrig und vor allem sind sie nicht irgendwie glowy. Also das sind eher so, finde ich, so ein bisschen wie die von Hourglass, also wie so ein richtiges Puder zum Abmattieren, Fixieren des Make-ups. Und das letzte Produkt im Bereich Grundierung ist ein Fixing Spray. Und darauf habe ich mich so gefreut und ich war auch total überrascht, das zu sehen,
weil ich finde, sowas fehlt in der Drogerie absolut. Und ich finde es auch echt gut. Es riecht vor allem auch sehr angenehm und nicht so nach Alkohol oder so. Und ich weiß gar nicht, ob hier, doch hier ist Alkohol drin. Aber auf jeden Fall nicht an erster, an zweiter oder an dritter Stelle. Und ich finde wirklich, dass das so einen schönen Glow irgendwie gibt und so dieses Pudrige wegnimmt. Ich finde auch, es hält ein bisschen länger. Kommen wir zum Bereich Nägel und da ist wirklich sehr, sehr viel Neues rausgekommen. Ich habe hier einmal ein Produkt, was ich sehr gut finde und auch gerade aufgetragen habe und eines, was mir nicht so gut gefällt. Das, was mir gut gefällt, ist eines der Noir Laqué Lacke. Das ist eine komplett neue Reihe und das sind alles so ganz dunkle Töne, wie ich sie liebe. Und das hier ist Noir Rouge. Und das ist die Nummer 02. Und das ist so ein ganz, ganz dunkler, weinroter Ton. Also fast schon so rot-schwarz. Habe ich jetzt auch schon gut 5 Tage drauf, würde ich sagen. Jetzt langsam fängt es an, sich abzunutzen. Aber an sich bin ich super zufrieden. In 2 Schichten ist der total deckend. Diesen hier finde ich allerdings eher so... Das ist der Broken Glass Effect Top Coat. Und an sich finde ich das immer ganz cool, so für ab und zu mal so einen Effektlack. Aber ich muss sagen, dass der auf den Nägeln leider nicht so viel von diesem Broken Glass irgendwie auf die Nägel gibt. Also dieser Effekt kommt gar nicht so richtig rüber. Und ich finde, wenn man etwas Broken Glass nennt, dann muss es auch so aussehen. Also ein bisschen wie so aufgesplittert und viel irgendwie. Und das ist halt eher so... Hier ist mal ein bisschen was und da ist ein bisschen Glitzer und deswegen meiner Meinung nach jetzt nicht wert, den einzukaufen. Kommen wir zum großen Thema Augen und da gibt es ein paar Produkte, von denen ich absolut begeistert bin, aber auch viele, wo ich sage, nicht so wirklich meins. Fangen wir mit diesen Lidschatten an, die sind komplett neu bei Catrice meiner Meinung nach und das sind die Preta Lumiere Long Lasting Eyeshadows. Das ist jetzt die Farbe 20. Preta Perlé und es ist so ein richtig schöner, schimmernder Champagnerton und die haben lauter solche tolle Töne. Die sind super gut pigmentiert, fühlen sich auch sehr, sehr buttrig an, also einige sind wirklich wie Butter. Gerade dieser hier hat es mir sehr angetan, den kann ich mir super auf den Augen vorstellen. Wo ich ihn aber, seitdem ich ihn habe, sehr, sehr oft aufgetragen habe, ist auf meinen Wangenknochen und was ihr jetzt gerade seht, ist ganz allein dieser hier und dann eben drüber das da und das ergibt diesen Spiegelglanz und diesen Glow, der mir super gut gefällt. Das hält lange, ist nicht glitzerig, sondern schön schimmernd und absolute Liebe. Ich werde mir den, sobald es den im Handel gibt, auf jeden Fall noch ein paar Mal kaufen. Und dann haben sie auch einige neue Farben rausgebracht aus dieser Reihe hier, Absolut Eye Color. Und zwar habe ich beide auch aufgetragen. Auf meinem beweglichen Lid habe ich die 1010 Vintage of Rose und in der Lidfalte und so im äußeren V habe ich 990 Don't Cry For Me Aubergina und das sind 2 matte Töne, die so ein bisschen Mauvi-Rosé aussehen, so lila, ja eigentlich Mauve-Töne richtig. Der hier vor allem so ein richtig schöner Rosé-Mauve-Ton und der geht jetzt schon eher in so in die lila-grau-Richtung. Und ich hatte das ja im letzten Jahr irgendwie für mich entdeckt, so diese kühleren Rosé-Mauve-Töne und bin voll drauf hängen geblieben. Und ich muss sagen, dass ich die Qualität von diesen beiden auch super finde. Lassen sich super auftragen, sind super pigmentiert, halten lange. Absolute Highlights. Dann hat Catrice diese Eye-Matic Matte Eye Powder Pens rausgebracht. Und ich fand, das klang super gut und so einfach und für den Alltag super. Ich muss aber sagen, ich werde auch das nochmal swatchen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, weil man sieht nicht viel. Aber die sind leider überhaupt nicht gut pigmentiert. Und das ist gerade bei so einem Produkt mit so einem Pinsel, finde ich, schwierig, wenn man das so doll aufs Auge irgendwie draufpacken muss, weil das ist dann irgendwie fürs sensible Auge auch nicht so cool. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das ist sehr schwach von der Pigmentierung. Sieht sehr, sehr pudrig aus und einfach von der Qualität hat es mich jetzt nicht so umgehauen. Und dann kommen sie mit 3 neuen Mascaras raus. Ich habe heute alle 3 aufgetragen. Ich fange an mit diesem hier. Das ist einer für sensible Augen, ein Volumenmascara mit Arganöl und Panthenol steht hier drauf. Und das ist so eine Standardbürste. Ich dachte, wenn der hier richtig gut ist, dann wird das mein Mascara, weil ich ja sehr, sehr sensible Augen habe. Aber leider
Mascara ist ja auch immer so ein Ding, ne? Bei manchen funktioniert ja, bei manchen nicht. Aber bei mir war das ein sehr, sehr natürliches Ergebnis. Ja, es hat nicht in den Augen gebrannt, aber dann trage ich ehrlich gesagt eher gar keinen Mascara als so einen Next-to-Nothing-Ding. Und dann habe ich drüber gegeben den Britta Volume Smoky Mascara. Der ist sogar wasserfest, soll 18 Stunden halten. Hat so eine dicke Bürste, auch wieder so eine normale Bürste. Und der ist sehr, sehr trocken und deswegen hat er mir weder mehr Schwärze noch irgendwie krass viel Länge oder so gegeben. Er hat vielleicht die Wimpern ein bisschen mehr aufgefächert, aber das war's auch. Aber der geheime Favorit von mir ist der Lash Dresser Comb Mascara für Volumen und Länge. Und ich muss sagen, also diese Bürste sieht absolut merkwürdig aus. Ich dachte erst irgendwie, da ist die Bürste abgefallen und drin geblieben oder so, stecken geblieben. Aber der sieht tatsächlich aus wie so ein kleiner Kamm. Und der trennt die Wimpern super gut. Der ist schön nass, der macht die Wimpern schwarz und gibt ihnen Länge und so weiter. Und gerade auch nachdem ich die beiden aufgetragen hatte, hat er das nochmal schön getrennt und ein bisschen mehr Drama sozusagen in das Ganze reingegeben. Und von dem bin ich wirklich positiv überrascht, habe den auch auf meinen unteren Wimpern aufgetragen und dafür funktioniert er auch super. Also den werde ich auf jeden Fall mit in meine Routine integrieren. Und dann kommen wir zum letzten Thema und das sind die Lippen. Und da hat Catrice auch wirklich viele neue Produkte ins Sortiment gebracht und ich muss sagen, es war ein bisschen viel. Ich konnte gar nicht irgendwie alles in Ruhe testen, aber die haben so Stifte rausgebracht, die so ein bisschen aussehen wie dicke Wachsmalstifte. Einmal in matt und einmal in so creamy, sowas hatten sie früher auch schon. Diese creamy Lippenstifte sind nicht so deckend und eben auch sehr, sehr glossy. Das ist im Moment nicht ganz so meins. Deswegen habe ich die umso mehr getestet. Das sind die Matte Lip Artist. Die sollen 6 Stunden halten. Das hier ist die Farbe 10 Bare Nudes Soul. Und die habe ich gerade aufgetragen. Das sind, wie gesagt, sieht aus wie so ein Wachsmalstift. Matte Stifte in verschiedensten Tönen. Das hier ist jetzt so der nudigste, würde ich sagen. Ist aber auch so ein Mauve-Ton, also kein braunes Nude oder so. Aber die fühlen sich super angenehm auf den Lippen an, fast schon feuchtigkeitsspendend. Durch die Form des Lippenstiftes kann man das auch super benutzen ohne Lipliner. Halten lange, ich finde die Farbe super. Also das ist wirklich so ein Highlight-Produkt von mir. Dann habe ich gedacht, dass ich mich in die hier verlieben werde. Das sind die Velvet Matte Lip Creams. Klingt sehr verlockend. Das ist die Farbe Hazel Rose Royce in der Nummer 30. Und ich muss aber sagen, ich swatch das nochmal, aber die sind für mich gar nicht irgendwie Velvet Matte oder so. Also wir haben das auch auf dem Event ausprobiert und die wurden einfach gar nicht matt oder Velvet Matte, Semi Matt. Die blieben einfach glossig und sind auch nicht so ganz regelmäßig im Auftrag, weswegen ich leider etwas enttäuscht bin über die hier. Worüber ich mich aber gefreut habe, sind 2 neue Lip Pencil von Catrice. Ich glaube, es gehen auch einige aus dem Sortiment leider. Ich finde die nämlich echt super und vor allem dieser hier, das ist 180 All-Time Movie Star. Den finde ich super. Ist eben auch wieder so ein schöner Mauve-Ton, der auch super zu diesem Lippenstift passt. Eben so ein schöner, kühler Mauve-Ton. Einfach perfekt für gerade irgendwie diese trendige Mauve-Lippe. Und die sind schön cremig, halten lange. Ich mag die echt gern. So, und das war's zu meinen Tops und Flops für das neue Catrice-Sortiment. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr mehr von solchen Videos haben wollt. Denn ich bekomme ja doch das ein oder andere Mal was zugeschickt. Oder dann würde ich vielleicht auch eher auf solche Events gehen, um ein bisschen zu berichten für euch. Und schreibt mir auf jeden Fall mal auch in die Kommentare, ob ihr das Gegenteil sehen wollt. Also sehr viel höherpreisige Sachen, dann natürlich nicht so viel, sondern vielleicht nur ein Produkt und euch davon berichte, würde ich es kaufen oder würde ich es nicht nochmal kaufen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zusehen und tschüssi!